Liebe Motorsportfreunde, einen wunderschönen guten Morgen aus der Lausitz. Wir freuen uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Loch in den Bauch, dass wir die Gelegenheit haben, unter all diesen Umständen, die in den letzten Monaten über uns hereingebrochen sind, an dieser Stelle sitzen zu dürfen, das zu tun, wo uns wirklich nach zumute ist, nämlich Motorsport at its best und Motorsport live und in Farbe zu erleben und euch nach Hause zu transportieren. Und wir, das ist mein Freund und Kollege Frank Hufstadt und meine Wenigkeit Frank, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir hier sind. Ja, wir freuen uns wirklich wahnsinnig. Es war ja lange, lange Zeit nicht klar, wann, wie, wo, warum und ob überhaupt. Also von daher umso schöner, dass wir es tun dürfen. Mein Freund und Kollege Sven Wauer, der gerade eben schon die ersten begrüßenden Worte gesprochen hat. Ja, man weiß nicht mal genau, lieber Sven, wie man das überhaupt anfängt. Ne? Geht man drauf ein, geht man nicht drauf ein? Jeder weiß Bescheid, warum es so ist, wie es ist. Und trotzdem ist es eine so letztendlich immer noch fast unwirkliche Situation, das Thema Corona und Motorsport. Aber ich glaube, wir gehen besser mal nicht drauf ein. Ja, eins möchte ich doch dazu sagen. Also ich hatte tatsächlich auch diese Gedanken, genau wie du auch. Was macht man am Anfang? Wie startet man so etwas? Weil die Worte, die gerade wenn irgendwelche Dinge wieder neu aufgelebt oder aufleben, zum Aufleben, zum Leben erwecken, wie auch immer. Also das, was gerade zur Reanimation, genau. Das, was gerade wieder neu startet, die Worte sind eigentlich immer die gleichen. Man begrüßt die Leute oder die Leute werden begrüßt mit in dieser schwierigen Zeit und. Dann denkst du dir, nein, das ist eigentlich mittlerweile schon nahezu abgedroschen. Und dann sitzt du selber hier und denkst dir so, ja, alle diejenigen, die es gemacht haben, haben es eigentlich genau richtig gemacht. Weil das ist das, was man tatsächlich empfindet. Ja, klar.
Ein Unterschied ist natürlich, dass wir hier jetzt am Eurospeedway Lausitzring sitzen und wirklich in komplett leere Zuschauerränge schauen. Das war aber von vornherein klar. Aber umso interessanter ist das Thema ja, dass alle die, die jetzt nicht hier sitzen und rund um die Strecke als Fans, und das waren im letzten Jahr und die Jahre zuvor wirklich viele und es wurden immer mehr, dass die jetzt natürlich hoffentlich zu Hause sitzen und jetzt auch natürlich den Livestream angeschaltet haben. Und von daher nochmal schön, dass ihr auch in diesem Jahr mit dabei seid. Und wir drücken wirklich uns allen ganz, ganz fest in die Daumen, dass wir dann von Rennen zu Rennen immer wieder ein Stück weit in die Normalität hineinrutschen und dass wir dann vielleicht am Ende des Jahres, wenn wir wieder über extrem spannende Saisonfinale sprechen, die Jahre zuvor, dann einfach auch mit Zuschauern vor Ort und mit unserem DJ-Drive, was einfach wieder den Motorsport vom Allerfeinsten hier vor Ort live für die Fans, aber natürlich auch im Stream und dann den Leuten letztendlich mit dem werten Kollegen, dem Patrick Simon, zu Hause am Fernsehen alles live schildern können. Das gehört ja auch irgendwo dazu. Also eins können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen im Stream, gewiss sein. Wir werden euch alle wirklich vor Augen haben. Also wir tun so, als wenn ihr jetzt alle hier auf der Tribüne sind. Der Sven Bauer hat zum Beispiel eine Brille auf, da hat er innen drin so eine Art volle Zuschauer-Tribüne fotografiert und die sieht er quasi. Er sieht sonst nichts, aber die sieht er. Das war jetzt auch schön, dass ich sonst nichts sehe, privat. Weil die Brille ist durchlässig. Achso, aber egal. Achso. Wir nehmen also zum ersten Mal in diesem Jahr Fahrt auf. Im Jahr 2020 dürfen alle Gegebenheiten nach Möglichkeit auch euch nach draußen transportieren. Das wird ein bisschen schwierig werden. Wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, was das, eine halbe Stunde Zeit, was das Qualifying angeht, ist eine halbe Stunde gegangen. Ja, 30 Minuten. Und werden also in dieser Zeit versuchen, auch die Geschehnisse, die sich so im Laufe des Jahres ergeben haben, ein bisschen aufzuarbeiten. Es gibt ein paar Neuerungen, es gibt ein paar Änderungen, bleibt auch nicht so ganz aus. Das werden wir aber sukzessive aufarbeiten in diesen ersten 30 Minuten. Werden auch für euch als Informationen geben, dass wir die Qualifying Session am morgigen Sonntag 5 Minuten früher mit dem Stream beginnen und die Rennen, die stattfinden an diesem gesamten Wochenende, das heißt ADAC GT Masters, dann ADAC TCR Germany, deine Rennserie, und das, was bei mir noch dran steht, ist die ADAC Formel 4. Jeweils 5 Minuten vor dem Start werden wir mit dem Stream online gehen und dann werden wir also quasi die Berichte über die Rennen euch nach Hause bringen. Auch natürlich bei den sogenannten Rahmenrennserien, die, da weiß man auch nicht, wie man dazu stehen soll. Ich glaube, wir haben über ADAC Formel 4 11 Autos. Stand der Dinge hier, wir haben der ADAC TCR Germany 13 Autos. Jetzt kann man sagen, boah, das sind aber wenig. Man kann aber auch sagen, die Zeit ist sehr zufrieden, dass es überhaupt so viele geworden sind. Ja. Werden wir dann sicherlich auch dann während der Rennen drauf eingehen können. Aber jetzt schauen wir erstmal auch hier in das Geschehen des ADAC GT Masters 2020. Du hast es schon gesagt, es gibt Erneuerungen. Es gibt natürlich auch neue Fahrerpaarungen. Es gibt neue Teams, die jetzt komplett mit dabei sind. Und ich würde sagen, das ist jetzt dann die Zeit in den verbleibenden 25 Minuten, nachdem ja auch gestern bereits schon viel, viel gefahren und getestet wurde, wo man dann sagen kann, okay, jetzt gehen wir drauf ein, wer sitzt in welchem Auto. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auf unserem Monitor. Sie wissen das ja, und das ja alles, dass wir hier jetzt in diesem Qualifying nur einen der beiden Fahrer im Auto sitzen haben. Und entsprechend dieser das Qualifying komplett alleine fährt. Und auch dieser Pilot, der jetzt das Qualifying alleine fährt, beispielsweise Henrik Skog, der 24-jährige Schwede, der in Schubert Motorsport BMW sitzt, dass der ja auch dann morgen das Rennen fährt. Und der zweite Fahrer. Heute, das Rennen, das geht schon los. Aber das hat sich gar nicht geändert, das ist noch wie letztes Jahr. Und der zweite Fahrer dann morgen früh das Qualifying fährt und auch dann das Qualifying. Da werden wir natürlich auch so einen Blick drauf werfen, im Einzelnen auf den Zeitenmonitor, um Ihnen und euch dann mit auf den Weg zu geben, wer sitzt denn da jetzt in den Fahrzeugen überhaupt drin, wie beispielsweise der Brite im Auto mit der Startnummer 48. Auch die Mannschaft von HTP Windward Motorsport sind also mit ihren Autos da. In die Donchi Maxi Götz, die haben auch schon ordentliche Zeiten erfahren mit der Startnummer 47. Philipp Ellis, der Brite, wie gesagt, war gerade im Auto der 48 eingeblendet, ist eingeblendet, derzeit aktuell an der dritten Position.
Das heißt, hier ist also erstmal ein bisschen Angasen angesagt, denn auch das kennen wir in der Anfangsphase des Qualifyings. Deswegen sind wir da nicht ganz traurig, dass wir da ein paar Minuten noch haben, um auf andere Dinge einzugehen. Da ist dieses Angasen erstmal angesagt. Die Autos müssen warm werden, man selber muss sich in den Rhythmus reinbringen und das dauert 3-4 Runden. Genau, und wir haben vor allem auch den Vergleich von 2017, als wir das letzte Mal hier waren, damals ja noch zusammen mit der DTM. Das war ja, glaube ich, das ADAC GT Masters Wochenende. Im Rahmenprogramm war die DTM, haha. War so. Und es war eine 1:21.5 damals, beispielsweise im zweiten Qualifying, die dort ein gewisser Mirko Bortolotti, der die erste Racing Lamborghini gefahren hat, also mal so eine grobe Referenzzeit, was hier geht. Wir fahren hier momentan bei 1:23.8. Mittlerweile gab es bei den Reifen eine andere sozusagen Mischung, die vorgegeben wurde und so weiter. Da gab es Änderungen. Also da werden wir natürlich am Ende des Kurses sehen, wir landen hier dann heute mit dem Qualifying. Es gibt einen Gaststarter, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Das ist ein Porsche, der fährt hier mit der Startnummer 117. Gaststarter deshalb, weil man versucht hier oder man probiert, man testet eine ganz, ganz neue Technik. Steer by Wire heißt das. Hat schon ein bisschen was von E-Sport, ne? Also wenn du dir das so vorstellst, da fehlt nämlich im Auto was Eklatantes, was ganz Wichtiges, und zwar untergreifend die Lenkstange. Die Lenksäule, ja, genau. Die Lenksäule, ja. Fehlt komplett. Man guckt also dann in das Auto rein und denkt so, boah, wie willst du denn damit lenken? Ja, der hat da viel Kniefreiheit, Vorteil, ne? Absolut, ja, absolut. Das ist auch gar nicht so schwer, tatsächlich dieses Ganze wieder umzubauen. Also man könnte aus einem solchen Auto relativ schnell auch wieder ein ganz normales Fahrzeug mit Lenksäule machen. Aber dieses Prozedere mit Steel by Wire, das ist tatsächlich, ich glaube, jetzt im dritten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, in der Erprobungsphase und jetzt tatsächlich auch mal im ADAC GT Masters kommt es zum Einsatz. Ich finde, es ist schon ein unglaublicher Fortschritt, den man da macht. Denn wir reden ja auch immer noch über den Gedankengang, was ist mal mit dem autarken Fahren? Ich rede jetzt nicht über Motorsport. Autonom. Ich rede jetzt nicht über den Motorsport, weil da wäre autonomes Fahren relativ irrsinnig. Da kannst du auch wirklich E-Sport betreiben oder betreiben lassen, so nach dem Motto, lass mal die KI fahren. Aber grundsätzlich die Art und Weise, wie halt damit umgegangen wird mit den Neuerungen, und das war ja immer ein großes Thema, der Motorsport ist so etwas wie die Vorbereitungsplattform. Da wird jetzt im ADAC GT Masters auch eben halt dieses Fahrzeug eingesetzt. Ich finde es hochinteressant. Definitiv, und vor allem dann auch letztendlich die Frage nach so einem Wochenende, wo ja beim Testen, beim Qualifying, beim Rennen mal Kräfte wirken, die ja, sag ich mal, jenseits von denen sind, die du auf der Straße erleben wirst. Wenn du das erlebst, hast du irgendwas falsch gemacht auf der Straße, beim Straßenauto. Aber ein besseres Betätigungs- und Testfeld als eine Rennstrecke gibt es natürlich nicht. Nicht umsonst fahren ganz, ganz viele Hersteller ihre abschließenden Testfahrten zum Beispiel auf der legendären Nordschleife, sofern man da ein Plätzchen bekommt. Also das zum Thema, was gibt es an diesem Wochenende bei diesem Thema Neues, also die Premiere in diesem Porsche, Premiere Steer by Wire, das ist das eine. Und was ich auch unbedingt noch ansprechen möchte, es ist in Zeiten wie diesen, und da werden wir dieses Jahr hoffentlich nicht mehr lange, aber immer wieder drauf eingehen, Entschuldigung. Wenn man dann noch Partner findet, die neu hinzukommen, dann ist das wirklich aller Ehren wert. Und diesbezüglich hat ADAC Motorsport ja mit Remus und mit H&R zwei neue Partner gefunden für dieses Jahr. Also von daher schon mal auch von dieser Stelle aus ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr in dieser Zeit dem ADAC GT Masters wohlgesonnen seid und sagt, Mensch, das ist so eine geile Rennserie, da wollen wir mit dabei sein. Also ist nicht selbstverständlich, deswegen ganz, ganz herzlich willkommen auch an dieser Stelle die Firmen Remus und H&R, natürlich allen anderen Partner, die wir seit vielen Jahren haben. Schön, dass ihr uns die Stange haltet. Nicht und selbstverständlich. Die auch verlängert haben. Genau, verlängert, ja. Haben. Also von daher, Stichwort Postcon. Da kann man durchaus auch mal durchatmen und sagen, Motorsport, es geht weiter. Richtig. Wir hatten von Philipp Ellis vorhin übrigens eine neue schnellste Runde gesehen. Nur mal einfach so kurz eingeworfen, eine 1:22.1. Das heißt, man ist jetzt hier 0,2 Sekunden vor Indy Donche augenblicklich unterwegs. Auch Luca Stolz macht sich derzeit auf, hier vielleicht noch mal ein kleines bisschen an der Zeitenschraube zu drehen. Ja, hat er. 1:21.9 ist dann mal eine neue Bestzeit für den Augenblick. Dreimal Mercedes vorne, dann Audi mit Rolf Ineichen. Da muss man auch so ein kleines bisschen jetzt wieder in sich gehen und muss sagen,
Rolle rückwärts. Es gibt Fahrer, die hat man einfach mit einer Marke, mit einem Auto identifiziert. Dazu gehört Rolf Ineichen, dazu gehört sicherlich auch sein ehemaliger Spannmann Christian Engelhardt, die einfach immer auf diesem GRT Grasser Lamborghini Huracan unterwegs waren. Jetzt ist es bei Rolf Ineichen halt der Audi R8, das Auto mit der Startnummer 30. Er steuert diesen Audi mit Mirko Bortolotti zusammen, dem deutsch-italienischen Österreicher. Diese beiden pilotieren das Auto mit der 30. Ja, und Christian Engelhardt ist wieder so ein kleines bisschen back to the roots auf ein Auto gegangen, aus dem er, das Fahrzeug, das er nun mal bestens kennt. Ja, genau. Er sitzt jetzt nämlich im Porsche von SSR Performance. Und das Team, das ja auch im vergangenen Jahr schon einen Probelauf hatte, den sehr erfolgreich bestritten hat. Und dementsprechend hat man gesagt, Mensch, wir versuchen das in diesem Jahr. Er ist dann zusammen in diesem Auto, in diesem SSR Performance Porsche, das Team aus München mit Michael Ammermüller, Christian Engelhardt und Michael Ammermüller. Da kommen natürlich jetzt zwei Piloten in diesen Porsche. Auch obwohl Christian Engelhardt die letzten Jahre immer bei GRT Grasser im Lamborghini gesessen ist. Christian Engelhardt war im Porsche Markenpokal, ist er Meister geworden, war Vizemeister. Michael Ammermüller, da braucht man nichts weiter zu sagen. Der gleiche Kerbe. Ja, gleiche Kerbe, aber noch etwas tiefer. Die letzten 3 Jahre den Porsche Mobil 1 Supercup gewonnen, also eine Instanz. Beide jetzt wieder im Porsche unterwegs. Also eine Fahrerpaarung, die ist sicherlich in diesem Fahrzeug absolut in sich hat und die definitiv, aber wen wollen wir nicht dazu zählen, am Anfang der Saison definitiv mit zum Favoritenkreis zu zählen ist, auch wenn das Team jung ist, aber mit der Erfahrung der beiden Piloten, wir haben aber sicherlich zwei Hände voll, wenn es reicht, ja, an Favoriten, die man da benennen könnte. Zum einen das, zum anderen aber auch eben halt Leute, die so ein bisschen so zur Institution der Serie geworden sind und auf die man dann in diesem Jahr halt irgendwo auch leider doch ein Stück weit verzichten muss, zumindest mal für den Augenblick, die sich teilweise auch dann verabschiedet haben. Man denke Stichwort Sally, die RWT Racing Corvette, die halt nicht mehr mit dabei ist. Da hat Sven Barth einen regelrechten Abschiedstext geschrieben auf Instagram. Das war schon sehr, sehr bewegend. Also bei mir haben sich so ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt, indem er gesagt hat, die ganzen Jahre über, die er mit in dieser Serie dabei war, die waren einfach wirklich, die haben ihn geprägt. Und jetzt muss man im Umkehrschluss auch sagen, als Nebensatz eingeschoben von uns, er hat auch die Serie mitgeprägt. Und hat sich also ganz toll verabschiedet und gesagt, wir werden uns sicherlich irgendwo nochmal wiedersehen, keine Frage. Das Team hat sich umorientiert, er auch. Er hofft aber, dass wir uns in nicht allzu ferner Zukunft dann doch wiedersehen. Fand ich schöne Worte. Weil du gesagt hast, diese vielen, vielen Jahre im ADAC GT Masters haben ihn geprägt. Er hat die Serie geprägt und er hat sie deswegen unter anderem geprägt, weil er einfach bodenständig und normal geblieben ist. Ja. Wie ganz viele der Fahrer hier, überhaupt keine Frage. Aber das hat Sven Barth eben ausgemacht. Immer einen lockeren Spruch, immer Blödsinn im Kopf. Und das hat sich nicht verändert in den ganzen Jahren. Also von daher wirklich jammer schade, dass er und das Team rund um die RWT Corvette leider nicht mit dabei ist. Aber wie gesagt, man sieht sich. Fehlt jetzt die Startnummer 13. Ja, die fehlt jetzt, ja. Die Startnummer, die eigentlich nie jemand haben will im Motorsport. Ne? Genau. Aber wie Sven Barth schon geschrieben hat, man sieht sich hoffentlich im Leben immer öfters als einmal. Er hat gesagt, lasst euch überraschen. Ja. Ich werde es auf jeden Fall tun. Definitiv. Übrigens, unsere Prognose am Anfang hinkt dahingehend ein klein wenig, weil jetzt ist gleich die Hälfte der ersten Qualifying-Zeit 2020 im neuen ADAC GT Masters-Kalender rum. Und es waren bis vor 4 Minuten nur ganz wenige, nämlich nur 12 Autos, die draußen waren. Man hat wohl gestern schon genug Zeit gehabt, das Auto jetzt in eine perfekte Performance zu bringen und wird jetzt am Ende des Qualifyings, 15 Minuten, wohl dann wirklich nochmal angasen und dementsprechend ernst machen. Mittlerweile Luca Stolz nach wie vor im Toksport Mercedes ganz vorne. Übrigens Toksport, das Team, das ja im vergangenen Jahr auch schon 2 Gaststarts hatte. Genau. Man kennt es kaum, dieses Team. Ja, vor allem auch nicht im GT-Sport jetzt hier in Deutschland, aber dieses Team das ja seinen Ursprung in der Türkei hat, aber jetzt am Nürburgring beheimatet ist, ist mega erfolgreich im Rallye-Sport, in der WRC, ist Europameister geworden, hat dann so langsam angefangen, wenn ich mich nicht täusche, mit ein paar Einsätzen auch seit einigen Jahren im Porsche Sports Cup. Umso komischerweise, dass sie hier mit Mercedes fahren, aber da waren sie auch letztes Jahr schon erfolgreich. Also von daher ein neues Team, eins von den neuen Teams, dem wir natürlich auch die Daumen drücken, dass hier der Auftakt
Und da sieht ja momentan zumindest in dem Moment mit Platz 1 für Lukas Stolz, gut, sind noch 14,5 Minuten zu fahren, aber sehr, sehr gut aus. Man ist sortiert, man hat die Hausaufgaben gemacht und jetzt wird sich dann in den nächsten Minuten zeigen, wer sie noch gemacht hat. Das sieht auf jeden Fall so aus, als wenn da einige ein ganz entscheidendes Wort und Rolle mitspielen wollen. Unter anderem war die Callaway Competition Corvette nicht ganz überraschend vorne mit dabei zum 25-jährigen Firmenjubiläum von Callaway bzw. von der Mannschaft rund um Ernst Wöhr und Ciccone, die allerdings jetzt über Mike Gramke quasi das Zepter abgegeben haben. Die sind natürlich auch in diesem Jahr so aufgestellt, dass sie sagen, wie jedes Jahr, wir wollen natürlich um den Titel fahren. Das Auto mit der Startnummer 77, vorhin in die Box reingekommen. Markus Pommer sitzt derzeit am Steuer und am morgigen Sonntag bzw. heute Nachmittag in der zweiten Rennhälfte wird dann Jeffrey Schmidt, der Schweizer, der neu im Team mit dabei ist, dann das Fahrzeug übernehmen, sind aber zurückgefallen an die dritte Position, weil sich, und das freut mich jetzt auch ganz besonders, es gab ja in den abgelaufenen anderthalb Wochen dann die Meldung, es gibt noch ein zweites Auto von Herbert Motorsport, von Precourt Herbert Motorsport, nämlich mit der Startnummer 7, da sitzt Fredel Renauer, der eigentlich ja als Teamchef an der Boxenmauer stand, jetzt mit im Auto drin. Und da ist kein geringerer als der zweifache Champion Sebastian Asch mit auf dem Fahrzeug mit drauf. Genau, da hat man sich noch kurzerhand entschlossen, dass man sagt, okay, Herbert Motorsport, das Team, das ja 2018 Meister wurde. Und dann eben jetzt hier in diesem Fahrzeug, in der Startnummer 7, auch ein Porsche mit Alfred Renauer und du sagtest ja schon Sebastian Asch, das Precourt Herbert Motorsport HB Racing Team. Das heißt, die Österreicher, die in den vergangenen Jahren ja den Ferrari eingesetzt hat, somit leider in diesem Jahr kein Ferrari dabei, aber Gott sei Dank HB Racing in Kombination, in Zusammenarbeit mit Herbert Motorsport. Tja, da dürfen wir mal gespannt sein. Zumal momentan sah es gerade so aus, auf Platz 2 Alfred und auf Platz ganz hinten, aber noch ohne Zeit, muss man dazu sagen, der Zwillingsbruder. Das hat sich aber, glaube ich, jetzt geändert. Dass der Zwillingsbruder ist? Nee, das Nein, das hat sich nicht geändert. Dass er zumindest eine Zeit mitgebracht hat, die 99. Nee, nach wie vor. Hier auf Platz Vorletzter. Weil ein gewisser Martin Raginger in der Startnummer 117, das ist dieser Versuchs-Porsche, momentan eben dort auch noch unterwegs ist. Den haben wir schon auf der Strecke gesehen. Aber immer wieder reinkommend in die Boxengasse. Deswegen ohne Zeit auf dem Monitor bis dato. Zeiten haben bisher 21 Piloten. Da kommen noch ein paar andere. Also das Starterfeld hier im ADAC GT Masters, wenn ich sage es jetzt wieder, in Zeiten wie diesen sensationell. Absolut. Und ein Rückkehrerfahrzeug, ein Rückkehrerauto, das wir längere Zeit nicht mehr gesehen haben, die jetzt wieder mit dabei sind, nämlich der Bentley. Auch denen dürfen wir einen Willkommensgruß aussprechen, wobei die Mannschaft, die das Auto einsetzt, ja im Prinzip zwei Fahrzeuge einsetzt. Die Mannschaft von T3 Motorsport, die aber ihren Namen im Prinzip ein kleines bisschen geändert haben, weil da gibt es jetzt auch eine Kooperation. Deswegen heißen die jetzt T3 HRT Motorsport. Jens Feucht, der Teammanager oder Teamchef dieser Truppe, hat das ja auch schon seit längerer Zeit bekannt gegeben, dass man da unter einem etwas erweiterten Namen fährt. Die Mannschaft ist aber die gleiche. Es gibt halt einmal den Audi R8 LMS, den sie sowieso schon von Haus aus in den letzten Jahren eingesetzt haben. Zwei, glaube ich, sind sie an der Zahl. Und jetzt eben halt mit dazu auch der Bentley. Wieder zurück quasi im Feld. Konstantin Schöll sitzt da im Augenblick im Auto drin. Das Auto mit der 72 ist das. Der Österreicher nimmt also im Bentley Continental GT3 dort Fahrt auf. Wird augenblicklich geführt an der 12. Position. Und da hat man ja sehr, sehr lange auch gewartet mit der Information, wer ist denn der zweite Fahrer in dem Bentley Continental. Ja. Und letztendlich dann schließt sich der Kreis mit einem Fahrer, der ja mehr oder weniger in einen Bentley reingehört, wie du in dein Sven Lauer Hemd beispielsweise. und zwar ist es Jordan Pepper. Jordan Lee Pepper, ja. Genau, Werksfahrer. Werksfahrer bei Bentley seit zig Jahren, obwohl der Südafrikaner ja selber auch erst 24 Jahre alt ist. Mhm. Aber in Zeiten, als beispielsweise die Firma Abdi Bentleys noch eingesetzt hat und so weiter und so fort, war er einer derjenigen, die insgesamt 29 Starts bereits hatte, eine Pole Position und einen Sieg rausgefahren hat. Und einen Sieg übrigens hat auch in Bentley rausgefahren, wenn ich mich nicht ganz täusche, ein gewisser Lukas Stolz. Ja, der auch schon mit Bentley unterwegs war. Das ist dann wohl dieser Sieg. Und somit haben wir einen ehemaligen Bentley-Piloten, der jetzt im Mercedes sitzt, im Talksport Mercedes, nach wie vor an der Spitze. Also das Pfund, was Lukas Stolz da vorgelegt hat im Talksport Mercedes, das scheint jetzt zumindest, oder das hat jetzt sicherlich schon 15, 17 Minuten Bestand hier auf dem Zeitenmonitor. Ich habe gerade versucht, mal so eine kleine Brücke zu schlagen, so rein im Kopf. Wir haben
Das müsst ihr euch mal anschauen. Wenn Sven Wauer versucht, hier in der Sprecherkabine eine Brücke zu schlagen. Nee, besser nicht. Das will keiner sehen. Vor allem bei deinem Glück zur Zeit. Schwamm drüber. Intern. Schwamm drüber. Wir haben Südafrikaner, Jordan Lee Pepper. Wir haben Südafrikaner, Kelvin van der Linde. Wir haben Südafrikaner mit Sheldon van der Linde. Wir haben Südafrikaner gehabt, also den gibt es immer noch, mit Shane Williams. Alles Piloten, die im ADAC GT Masters dann aufgeschlagen sind, die da auch Erfolge gefeiert haben. Okay, Shane Williams war so ein kleines bisschen unter größeren Halbproblemen aufgestellt, hat aber auch seine Erfolge gefeiert. Und die sind allesamt im Polo respektive Volkswagen Scirocco R-Cup groß geworden, haben da ihre ersten Rennkilometer in Deutschland erfahren, haben da ihre Erfolge gehabt und sind dann im GT Masters gelandet. Auch eine schöne Geschichte. Auch eine schöne Geschichte. Also die Südafrikaner werden wahrscheinlich täglich Briefe und E-Mails an VW Motorsport schreiben, um den Scirocco R-Cup wieder hochleben zu lassen. Ach, das Auto gibt es ja gar nicht mehr. Doch, das Auto gibt es noch. Schon, aber in der Form wird es halt momentan nicht mehr gebaut. Wie auch immer. Luca Stolz, Alfred Renauer, Markus Pommer, Mercedes, Porsche, Callaway Competition, Corvette, das sind die ersten drei Plätze, dann gefolgt von Mercedes, Porsche, Mercedes. Dann kommen zwei Audis und zwar allen voran, der ja seit vielen, vielen Jahren auch in der Gentleman-Wertung fahrenden, den aber diese Gentleman-Wertung zugegebenermaßen nicht mehr besonders interessiert, denn er fährt um Gesamtsiege. Rolf Ineichen im schnellsten Audi mit der Startnummer 30, das Auto auch neu mit dabei vom Teamchef Vincent Voss, dem Team WRT. Ein Team, das ja, weltweit in allen GT3-Rennserien mit von der Partie ist, mega erfolgreich ist. Also von daher hat man hier jetzt ein neues Team, bei dem man aber sehr, sehr genau weiß, das funktioniert von Anfang an. Was wir gerade gesehen haben, ist, dass sich Robert Renauer jetzt auch auf die Socken gemacht hat und kurzerhand sich mal mit zum Familienduell aufgemacht hat. Dritter Rang war es, jetzt ist es Rang 4, weil sich da ein weiterer Porsche zugesellt. Das ist kein geringerer als Michael Ammermüller. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, über den SSR Performance Porsche. Jetzt also Lukas Scholz, Alfred Renauer, Michael Ammermüller und Robert Renauer. Das sind Mercedes und drei Porsche auf den ersten vier Positionen. Markus Pommer in der Callaway Competition Corvette auf 5. Dann Klaus Bachler, der sich ja das Auto des Küssteam 75 Bernhard Porsche mit Simona De Silvestra teilt, auf die wir auch zugegebenermaßen sehr gespannt sind. Denn mit viel Vorschusslorbeeren und mit vielen Erfolgen im Petto und in der Vita ist sie hier angereist. Da werden wir natürlich auch ein großes Augenmerk drauf werfen. Dann der nächste Mercedes mit Philipp Ellis. Wir haben Costa Balboa auf Rang Nummer 8 und damit den schnellsten Lamborghini mit der Startnummer 63. Alberto Costa ist für GRT Grasser Racing unterwegs, teilt sich das Auto mit Frank Pereira. Und da gibt es die nächste Verschiebung. Dennis Marshall meldet Ansprüche an. Das ist jetzt fast schon erstaunlich, weil es in Anführungsstrichen das nicht erwartete Auto war. Ja, wobei Dennis Marshall, aber du erinnerst dich an die zweite Saisonhälfte im vergangenen Jahr, definitiv im Qualifying dann immer schneller wurde und dann zu den Top-Piloten auch gezählt hat. Also den sollte man letztendlich schon immer auf der Rechnung haben. Es war, glaube ich, Zandvoort, oder? Als Dennis Marshall und Kerry Schreiner aufs Podest gefahren sind, ja. Riesenfreude dort. Aber nichtsdestotrotz, der Dennis in seinem Audi R8 mit der Startnummer 8 hier momentan in dieser Position für Rotronic Racing. Ich weiß gar nicht, ob die ganze Truppe rund um Fabian Plent schon wieder in der Lage sind, Rennen zu fahren. Die haben wahrscheinlich bis jetzt durchgefeiert nach ihrem phänomenalen Sieg letztes Jahr, wo ja alle gesagt haben, leider war es ja so, dass sie schon vorzeitig Meister waren, dass wir die Entscheidung nicht im allerletzten Rennen hatten. Aber alle, wirklich alle haben gesagt, ja, aber sie haben sich's verdient, weil sie waren über die gesamte Saison einfach das beste und das erfolgreichste Paket. Und wenn sie mal nicht auf dem Treppchen gestanden sind, haben sie viele Punkte gesammelt, sie haben immer Punkte gesammelt und das macht letztendlich unter anderem den Erfolg aus. Wir hatten ja auch schon mal Meister, die ich glaube bis zum letzten Wochenende nicht gewonnen hatten, aber dann aber durch einen Sieg nicht Meister wurden, aber dann war es zumindest rein optisch ganz in Ordnung, dass man gesagt hat, der Meister der Saison hat dann auch mal ein Rennen gewonnen. Maxi Götz, Sebastian Asch, richtig. 2012. Übrigens Maxi Götz, das Thema, ich habe mir so im Vorfeld auch mal so ganz persönlich für mich Gedanken gemacht, wer wäre denn eigentlich mal fällig mit dem Meistertitel? Maxi Götz ist es schon gewesen, 2012, aber die Kombination Maxi Götz und Indy Donci, die es jetzt schon so lange gibt, ne, wo man sagt,
Mann, diese waren immer so nah dran. Vor 2 Jahren, ja. Wir nehmen das nicht nochmal auf, der Grund, weswegen sie nicht Meister geworden sind und so weiter. Wahrscheinlich eine von vielen, vielen, die, bei denen man die Überschrift über die ganze Saison 2020, der jetzt erst gerade beginnt, setzen kann. Jetzt wird es endlich Zeit. Es wird Zeit und er hat ja auch die passende Maske mit im Gepäck. Er hat eine Mamba-Maske. Sieht schön aus. Also, ich meine, die Maske. Stolz-Renauer, momentan die erste Startreihe. 4 Minuten vor Ende dieses Qualifyings. Dann Ammer Müller-Renauer, reine Porsche-Reihe in Reihe 2. Ricardo Feller hat sich mit dem Audi der Startnummer 26 von BWT Mücke Motorsport mal ein bisschen nach vorne gewagt und sich in die 5. Position hinein katapultiert. Im Augenblick gefolgt von Markus Pommer. Wir hatten einen der BWT-Audi gerade ein bisschen im Kies gesehen. Nicht so dramatisch, aber das war genau das Auto von Ricardo Feller, der da so ein bisschen auf Abwägen war. Und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt den Ball vom letzten Jahr wieder aufnehme. Und ich will auch wirklich niemanden langweilen. Im Moment 27 Autos in einer Sekunde. Ja, lassen wir es dabei. Es geht wieder los. 27 Autos in einer Sekunde. Und dann bringen wir wieder das Beispiel. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das ist immer so treffend. Machen Sie für eine Sekunde die Augen zu. Ja. Und dann fahren 27 GT3-Boliden an Ihnen vorbei in dieser Sekunde. Was das für ein Kampfknäuel ist. Das, war, unglaublich. Übrigens, das war übrigens die Mamba-Maske. Die Mamba-Maske, die es gesagt hat, richtig. Es ist dann in Reihe 4 im Augenblick Klaus Bachler und Dennis Marschall. Dahinter Alberto Costa Balboa und Philipp Ellis. Charles Wirtz, der Belgier und Maximilian Hackländer. Schön, der Aust-Audi auf Rang Nummer 12 augenblicklich geführt. Hofer und Donche in der Reihe 7. Da dürfte noch ein kleines bisschen mehr kommen, aber Indy Donche steht in der Box. Ich wage mal so ein bisschen zu bezweifeln, dass der nochmal rausfährt. Das würde jetzt nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr ganz passen, außer er fährt jetzt nochmal raus. Ansonsten wird es das wohl gewesen sein, dann wäre es Reihe 7. Patrick Niederhauser, der Titelverteidiger. Übrigens, Niederhauser und Van der Linde, eins der ganz wenigen Teams, die als Titelverteidiger auch gemeinschaftlich in die Folgesaison reingehen. Da hat es nicht allzu viele von gegeben in den Jahren der Geschichte des ADAC GT Masters. Außer es ist jemand Singlemeister geworden. Auch schon vorgekommen, ne? Soll auch schon mal vorgekommen sein, ja. Dann haben wir hinter Niederhauser Rolf Ineichen im WRT Audi. Dann Janis Fittje, neuer Name im Porsche. Er kommt aus dem Porsche Carrera Cup, sitzt hier in der Startnummer 18 zusammen mit David Jahn. Und vorher übrigens Formelpilot gewesen? Formelpilot gewesen, nicht David Jahn, doch der auch. Aber David Jahn beispielsweise ja einer der Porsche-Instrukteure, die im vergangenen Jahr ja in der RWT Corvette gesessen sind, der vor 2 Jahren eine phänomenale zweite Saisonhälfte gefahren hat mit Kevin Estre und dort Vizemeister geworden ist. Der Mann aus Bayern. Genau. Da war es im Porsche. Damals im Porsche. Und wie gesagt, Janis Fittje jetzt zusammen mit David Jahn auch im Porsche. Dann Maximilian Paul im Audi. Joel Eriksson im Mercedes, die 21. Das ist dann das Auto vom Team Mobil Oil Zack Speed. Der Mercedes, der dort auf der 19. Position lag, jetzt auf 20, denn einer hat sich nach vorne gefahren, nämlich Philipp Salakwalder im ISR Audi R8 LMS, jetzt auf Platz 14. Marvin Dienst übrigens gleich hinten dran, auf 15 hochgerutscht. Sie merken schon, liebe Motorsportfreunde, auch eine Minute vor Ende dieses Qualifyings, es ist immer noch viel Bewegung, Charles Wirtz, viel Bewegung drin, wollte ich sagen. Charles Wirtz hat jetzt gerade mal die 2. Position herausgefahren im Team WRT im Audi R8 LMS. Das Auto hat sich also ein bisschen doch massiv gezeigt und gleich mal mit 1.21.952 eine klare Duftmarke gesetzt. Da sitzen 2 Belgier auf dem Auto mit der 32. Das eine ist Charles Wirtz und der eine ist Charles Wirtz. Der kommt übrigens auch aus dem Formel-Rennsport, war auch in der Formel 4 bereits schon im Einsatz. Der andere ist kein geringerer als Dries Fantor, auch bestens bekannt. Der hat schon einige Erfahrungen im GT-Sport hinter sich. Definitiv, in den letzten Jahren Stammgast im ADAC GT Masters. Und was mich wirklich ein bisschen verwundert, oder war es einfach eine taktische Meisterleistung von dem neuen Team Talksport WRT, dass Lukas Stolz, der diese Zeit vor roundabout 20 Minuten gefahren hat, diese 1.21.867, da hat man sich wohl gesagt, okay, wir haben zu diesem Zeitpunkt wenig Verkehr, wir wissen, dass das Auto perfekt funktioniert, wir wissen, dass jetzt das schwarz-weiß-gritte Tuch draußen ist und
Wir glauben, dass es von den äußeren Bedingungen nicht besser wird, dass die Asphalttemperatur perfekt ist, dass es außen immer wärmer wird. Wärmere Außentemperatur bedeutet dann unter Umständen weniger Leistung. Trocknet die Strecke ab. Und die Zeit mit 1:21.867 hat bis dato Bestand. Und wenn wir uns jetzt die einzelnen Sektorzeiten anschauen, oh, Maximilian Paul knallt mal eben den Audi in die zweite Position, 1:21.910, aber trotzdem sehen wir im Moment relativ wenig Magenta bzw. grüne Rundenzeiten, was wiederum bedeutet, das könnte die erste Pole Position des Jahres werden für das neue Team WRT mit Luca Stolz. Aber die Nummer mit T3 Motorsport, die ist mal richtig genial. Das ist mal eine richtige Ansage. Maximilian Paul hier eingefangen von den Kameras. Eine Glanzrunde zum Abschluss des Qualifyings wird ihn möglicherweise in die erste Startreihe hinein katapultieren. Wir schauen mal so ein kleines bisschen auf die noch vielleicht draußen unterwegs sind. Da wäre noch Max Hofer, der aber von den Rundenzeiten her auch nicht, der könnte vielleicht noch ein bisschen was bewegen. Vielleicht kommt da noch mal das Auto mit der 28, obwohl die jetzt alle hier in die Boxengasse einbiegen. Nee, das wird's gewesen sein. Luca Stolz und Maximilian Paul in der ersten Startreihe. Also, wenn dir einer diese Wette abgenommen hätte, da wärst du in England bei den Buchmachern aber ganz weit vorne gewesen. Ja, die Frage, wahrscheinlich gibt's jetzt einen großen Jackpot, weil das keiner gewettet hat, eben, ne, bei diesem Thema. Also, ja, man hätte es sicherlich dem Luca Stolz als Pilot und dem Team WRT, das habe ich ja vorhin schon gesagt, da weißt du, dass das funktioniert, die mit dieser Mega-Erfahrung zutrauen können, dass es letztendlich dann aber beim ersten Qualifying schon funktioniert. Also ich glaube, da hätten wirklich auch die wenigsten drauf gewettet. Und nach der Saison 2019, als man bei der Startnummer 17 oder im Team T3 Motorsport, dieses Jahr ja Team T3 HRT Motorsport, entsprechend sich immer weiter entwickelt hat, immer besser geworden ist. Aber dass es dann hier für Platz 2, sprich Reihe 1 reichen wird, auch natürlich wirklich phänomenal. Also Glückwunsch in Richtung WRT Luca Stolz im Mercedes. Glückwunsch aber natürlich auch an Maximilian Paul im Team T3 HRT Motorsport im Audi, gefolgt von einem zweiten Audi. Und das ist dann die Startnummer 32. Das ist das Auto von Charles Wert, ebenfalls Team WRT. Also das ist eine Kampfansage fürs ganze gesamte Jahr jetzt schon, eine WRT auf 1 und 3, Charles Wertz im Team WRT und Luca Stolz, den habe ich gerade eben ins WRT-Auto gesetzt, der sitzt natürlich im Talksport Mercedes, zwei neue Teams, so weit vorne, Respekt. Absolut. Komplettiert wird die zweite Startreihe von Alfred Renauer, Prekonservat Motorsport, der Teamchef himself. Er zeigt dann auch, er hat es auch noch drauf. Definitiv, definitiv. Michael Ammermüller macht das, was er seit Jahren macht, fährt im Porsche sehr schnelle Rundenzeiten, Platz 5. Und auch da wird man zufrieden sein. Ebenfalls das neue Team, das komplett eingeschrieben ist für die gesamte Saison. Wie gesagt, im vergangenen Jahr war es ein Gaststart, SSR Performance. Und Michael Ammermüller hat den Porsche hier mit 1:21.997 in die fünfte Position hineingesetzt. Und diese dritte Reihe, die wird dann vom Zwillingsbruder des Drittplatzierten komplettiert, nämlich Robert Renauer im Precourt Herbert Motorsport Porsche auf Platz 6. Ricardo Feller und Markus Pommer, Audi und Corvette in Reihe Nummer 4. Patrick Niederhauser und Klaus Bachler in der fünften Startreihe. Dort stehen Audi und Porsche nebeneinander. Maximilian Hofer und Dennis Marschall, zweimal Audi in den Positionen 11 und 12. Und dann kommt Alberto Costa Balboa im Lamborghini und Philipp Ellis im Mercedes in Platz 13 und 14. 15. 16. Rang, das ist die 8. Startreihe mit den beiden Audi von Maximilian Hackländer und Philipp Salacqua, der Marvin Dienst in die Donche Reihe 9 und Rolf Ineichen, Janis Fitje in der 10. Startreihe. Die Highlights laufen, mein lieber Frank. Ja, und Highlights haben wir auch in diesem ersten Qualifying einige, aber es war natürlich ein Training und ein Qualifying, das erste der Saison 2020, lieber Sven, das einen Ausgang gefunden hat, wie wir schon gerade gesagt haben, mit dem definitiv die wenigsten gerechnet haben. Gewünscht haben sich das vor allem die Erfolgreichen sicherlich schon. So ist es. 13 Uhr heute der Start des ADAC GT Masters, also 13.05 Uhr. Wir sind auf jeden Fall 5 Minuten früher dann mit dabei. Eben auch du hast den Zeitplan, das ist ja mal sehr schön. Da gucken wir doch einfach, nee, Freitag ist durch. Wir müssen hier unten gucken, da. Da haben wir drei.